wussten sie, dass man durch dauernden Hunger eines Tages unfähig wird zum Essen. Stefan Lisewski, er spielt bereits 20 Jahre am Berliner Ensemble. Ja, guten Tag. Stefan, ich habe gehört, du spielst nun auch in diesem Beethoven-Film mit? Ja, ich spiele den Van Beethoven. Ausgerechnet auch noch mitten in der Ernte. Es geht uns schlecht, Ludwig, sehr schlecht. Wir freuen uns sehr über deinen Besuch, sehr sogar. Den Bruder, den Johann. Überflüssige Fresser. Hans Teuscher von der Volksbühne Berlin. Ich habe gehört, dass Sie in diesem Beethoven-Film auch mitspielen. Was spielen Sie da? Beethovens natürlich. Er ist begnadet, sagt man. Aber wodurch? Wieso ausgerechnet er und nicht ich? Oder du? Die Beethovens? Wieso? Sie können doch nicht... Den Ludwig und den Karl. Den Karl spiele ich, den Ludwig spreche ich nur. Was ist denn das möglich? Ich habe nicht an mich dabei gedacht. Wahrhaftig nicht. Nur an meinen Sohn. Was soll denn aus dem Jungen werden, wenn ich mal nicht mehr bin? Das wird wohl nicht mehr lange auf sich warten lassen. Ich lebe doch in der Musik. Wie soll ich das ändern? Ohne überhaupt aufzuhören zu leben. Liedchen möchten Sie haben. Tänzchen. Stückchen für den Weingarten. Provinz, mein verehrter Herr Bruder. Provinz, das ist der Tod der Kunst. Nur in gottesfreier Luft hat einer seine geregelte Ordnung, seinen inneren Frieden. Manchmal scheint mir, er will gar keinen inneren Frieden haben. Glaubst du, er hat seinen Christenglauben eingebüßt? Dass er für die Musik seine Seele verkauft hat, wie der Dr. Faustus? Ach, Erika Pelikowski. Sag mal, meine liebe Peli, du spielst auch im Beethoven-Film mit. Ja, ich spiele die Philomela Hintermoser. Die Herren Künstler haben halt ihre Eigenheiten. Mhm. Unser eins muss sich dran gewöhnen. Ja, ich aber nimmer. Da, nehmen's. Für den Herrn Künstler. Mit den besten Empfehlungen von der Philomela Hintermoser. Das ist eine Haushälterin, eine der vielen Haushälterinnen. Ja, und ich habe gehört, der hat sehr viele verbraucht, die du eben gesagt hast. An wem hat es eigentlich gelegen, dass die Stellung... Natürlich an Beethoven. An Beethoven. Einmal müssen doch unsere Erwartungen und Verzweiflungen belohnt werden. Nachher tut er mir wieder leid, der arme Mensch. So ein grauslicher Kerl. Nein, ich gehe. Wo man trinkt, da kannst du ruhig sein. Böse Menschen haben keinen Fall. Ja. Sie sollten nicht länger allein bleiben. Das ist nichts für keinen Menschen. Es ist nicht die Einsamkeit. Man stirbt am Leben, oder sollte man sagen, an einem Mangel an Leben. So wie man aus Mangel an Luft erstickt oder aus Mangel an Nahrung verhungert. Was hat denn das Kind mit dem Beethoven-Film zu tun? Sehr viel. Das Kind des Regisseurs und hat mit anderthalb Jahren schon den Vorzug, sämtliche Beethoven-Kompositionen gehört zu haben. Die Leute haben recht mit dem, was sie von ihnen sagen. Beethoven ist verrückt.
Wenn ich das komponiere, was Sie wollen, dann schweigt die Stimme. Welche Stimme? Die innere Stimme. Und die drückt sich nicht in nachgeahmten Kanonenschüssen aus. Ich wäre dann nicht mehr ich selber. Wobei ich gar nicht weiß, wer ich bin. Katja Parüla, einen Moment bitte. Tagchen, Katja. Sag mal, kommst du vom Einkaufen, ja? Für ja. Beethoven. In diesem Film Beethoven, Tage ja. aus einem Leben mit. Und welche Rolle? Na, eine Haushälterin. Eine Haushälterin. Ja. Es ist nur na, so... was? Dass ich meine Stelle beim Herrn Beethoven hiermit kündige. Naja, weil alle über mich lachen. Auf der Gasse fragen sie mich schon, ob der Beethoven und ich die Duette zusammen singen täten. Und sag mal, und das Verhältnis zu Ludwig van Beethoven, also du, ist doch... Ich hatte kein Verhältnis mit Ludwig. Das Arbeitsverhältnis. Ach so, ja. Das konnte nicht aufrechterhalten werden. Dich aber schlugen die Götter mit Blödheit! Mit der Arbeit, mitten in der Arbeit, das Grübeln über eine musikalische Lösung mit Kaltwasserkur bekämpfen.